Bevor das Video beginnt, ist der Mike aus dem Schnitt mal wieder hier, denn ich habe das Video gerade geschnitten und bin bei ja knapp 40 Minuten Länge. Das sollte definitiv nicht so lang gehen. Wir haben eigentlich ausgemacht so um die 20 Minuten, aber es ist die fucking erste Folge. Wir wussten nicht, wie lang die Spiele gehen. Also ein Spiel dauert ja allein schon mal 10 Minuten, heißt zwei Spiele wären schon 20 Minuten und dann noch ein bisschen außenrum. Also das nur mal so am Rande erwähnt, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, aber auf jeden Fall ist es die erste Folge und deswegen sowieso ein bisschen länger. Ich versuche das in nächster Zeit ein bisschen kürzer zu machen, aber wünsche euch jetzt trotzdem viel, viel Spaß bei dem Video. Und dann würde ich sagen, let's go! Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind hier zusammen in Football Manager 2019, ein neues Projekt. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Micha und der Mike. Hey Leute! Ja, wir trainieren alle drei einen unterschiedlichen Verein in der Bundesliga. Dadurch spielen wir gegeneinander und wir haben uns das Coole überlegt, wie wir das Ganze auch spannend für euch zusammenschneiden können. Schaut es euch einfach an. Ich trainiere, ja, ich bin Hertha BSC. Ich wohne in Berlin seit einiger Zeit und trainiere die deswegen. Und wen trainiert ihr so? Also ich trainiere ja... Willst du? Ich, also okay, ja, ich trainiere Gladbach, einfach aus dem Grund, dass ich, wir haben das ja mit Jan letztes Jahr schon mal gespielt und da war ich nicht so der beste Trainer, deswegen habe ich jetzt eine bisschen bessere Mannschaft genommen, weil wir haben nämlich ausgemacht, dass wir keine Mannschaft nehmen, die in der Euroleague spielt, sondern die Kandidaten wären, die für die Euroleague spielen könnten. Und da habe ich mir jetzt mal eine bessere Mannschaft genommen, einfach Gladbach. Ich habe da jetzt eigentlich keinen Bezug zu, aber ja, habe ich mir einfach mal rausgenommen, ne? Ja, und ich bin der SV Werder Bremen einfach. Ich wohne nicht weit weg davon, das sind ungefähr 50 Kilometer. Und mein Vater hat da lange Zeit gearbeitet und viele Freunde von mir sind Bremen-Fan und deswegen jetzt beim SV Werder Bremen. Und das Problem ist, ich würde sagen, let's go. Ihr wohnt halt alle nah an euren Verein. Ne? Wenn ich jetzt den nehmen würde, wo ich nah dran wohne, dann müsste ich Nürnberg nehmen. Das ist keine gute Idee, Leute. So, also wir machen nur die Pflichtspiele hier mit den Folgen. Das heißt, wir haben noch drei Freundschaftsspiele, die packen wir nicht mit rein. Oder vier. Und ansonsten machen wir zwei Spiele ungefähr immer pro Folge und schneiden, was dazwischen passiert. Wenn wir gegeneinander spielen, seht ihr das auf beiden Kanälen quasi. Und wenn nicht, auf allen, jeder ist einzelne Spiel. Auf drei Kanälen auf. Oder, also ja, genau. Und jede einzelne Spiele seht ihr halt jeweils dann aber nur auf dem Kanal. Also das wird es in den anderen Folgen nicht zu sehen geben. Also wenn ihr alles mitbekommen wollt, schaut am besten auf allen Kanälen vorbei. In der Videobeschreibung und natürlich auch in der Infokarte verlinkt. Ja. Einfach mal alle Kanäle abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts. Das ist mega cool. So ist es. So, let's go, wa? Yep. Let's go, machen wir mal eine Taktik hier. Wir müssen erstmal eine Taktik einstellen. Erstmal den Posteingang hier durchforsten. Also bevor ich zur Taktik gehe, gehe ich immer erstmal zum Personal und gebe alles schön in die Hände meiner Mitarbeiter. Nice. Hey, wo macht man das? Will ich auch machen. Bei Mitarbeiter und Aufgaben. Aufgaben? Ja, genau. Okay, Aufgaben. Bist du ja, schon ein erfahrener Trainer völlig hier, unnütze. Micha? Oder was? Bist du ein erfahrener Trainer oder... Also ich habe das jetzt schon mal privat ein bisschen gespielt. Da bin ich der FC Bayern, bin auch Tabellenerster, noch gerade, habe mich durch den Pokal ein bisschen durchgewurstelt. Also ich kenne die Mechanik von diesem Spiel, ja. Oh, ich nicht. Ich habe zwar ein bisschen gespielt, um einfach mal reinzugucken. Das Training ist jetzt schon ein bisschen verändert, das ist voll krass. Ich kenne mich absolut nicht aus. Ich habe einfach nur ein, zwei Spiele gemacht, um mal kurz reinzugucken. Keine Ahnung. Ich suche auf jeden Fall nicht nach jungen Talenten. Ein Freundschaftsspiel? Nein, ich will kein Freundschaftsspiel jetzt nochmal ansetzen. Noch ein zusätzliches. Ja. Oder hast du das gemacht, Mike, dass du gegen dein eigenes Team nochmal ein Freundschaftsspiel ansetzt? Deswegen ich habe nichts angesetzt. Es war einfach so, keine Ahnung, was weil da ist. Ich spreche jetzt gerade hier mit dem Co-Trainer und so, der hat mir vorgeschlagen, dass ich jetzt nochmal... Nee, ich habe noch nie mit dem gesprochen, keine Ahnung. Alter, wie viele E-Mails. Junge, 9 sind jetzt gerade, es kommen ja immer mehr. Bei mir ist nichts. Mir ist nichts los. Irgendwas Verletzungsbericht. Junge, wie viele bei mir verletzt sind. Am Anfang ist es immer so, wollen erstmal alle irgendwas hören von dir und voll nervig. Also bei mir kommen übrigens keine E-Mails rein. Keine Ahnung, was bei euch los ist. So, also erstmal auch Aufgaben einstellen. Ne? Das ist ganz wichtig. So, ich wähle schon mal eine Formation. Ich bin schon mal meine Taktiken hier am Start. Was nehmen wir denn? Das ist eine gute Frage.
Oh Jesus. Wir nehmen mal sowas hier in die SV Werder Bremen, was können die denn? Nichts. Nein, die sind echt nicht schlecht, also ich bin gespannt. Es ist ja hier ein absoluter Kampf, Leute. Wir werden drei Trainer mit drei Mannschaften in einer Liga hier gegeneinander kämpfen, sowohl gegeneinander spielen, als auch in der Tabelle natürlich, die gegeneinander kämpfen mit den Punkten und so. Wir haben auch schon bald, also das ist gar nicht mehr so lange hin, das Spiel gegen Jan sogar. Das ist absolut crazy. Ich glaube, am 4. oder 5. Spieltag spiele ich schon gegen Berlin. Ja, das heißt 2. oder 3. Folge oder so, irgendwie sowas. Müsste das dann sein, wo wir gegeneinander spielen. Aber du hast auch ein DFB-Pokalspiel, ne? Ja, ja, klar, klar. Dein erstes Jahr. Ja, natürlich, ich bin ja noch nicht rausgeflogen. Noch nicht. Also ich muss ja gleich mal gegen Ulm und das wird jetzt schon mal nicht so leicht, ne? Also boah, ich weiß gar nicht gegen wen. Muss gegen Rochtersen Assel spielen. Ah! Nice! Grüße gehen raus am Braunschweig. Ich spiele gegen Dassendorf. So Leute, hier seht ihr mal meine Taktiken. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für euch. So, ich bin Profi hier. Nee, aber ich bin ein bisschen defensiver eingestellt. Wir probieren hier vielleicht ein bisschen durch die Mitte zu kommen. Ich bin ja ein Freund davon, der einfach mal sagt, hey, abziehen aufs Tor, ja. Also hier schießen bei freier Bahn ist auf jeden Fall angewählt. Für die Freundschaftsspiele sowieso kein krasses Tempo, also gehen wir da ein bisschen runter. Krasses Umspaltspiel, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da richtig Gas geben. Und so sieht dann die Defensive aus, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Wie gesagt, zu viel möchte ich da jetzt nicht verraten. Wir müssen das ein bisschen geheim halten. Ich höre gern mit. Also von ja, daher. Und dann schauen wir mal, wie das so läuft. Also Leute, wir machen das so, dass wir auch nicht in die Folgen der anderen reingucken dürfen, ja. Klar, das kann jetzt keiner hundertprozentig überprüfen, aber ihr könnt uns vertrauen, das machen wir nicht, ja. Also deswegen will ich auch nicht zu viel spoilern von den Taktiken, weil das wird keiner von den anderen jetzt sehen. Und wenn ich hier alles preisgebe, wäre das auch nicht so ganz so klug. Also schön geheim halten und hoffen, dass das Erfolg bringt. Muss, wenn es geht, bloß. Was ist jetzt los? Was war das denn, Alter? Ich hab einen Transfer von Woodray Duda. Junge, das klang gerade, als hättest du einen Frosch erwürgt, Alter, what the fuck. Und jetzt ist er unzufrieden, weil er zu FC Arsenal wechseln will. Nein, mein Torwart fällt aus. Nein! Jan Sommer! Nein! Jan Sommer einfach, willst du mich verarschen? Wisst ihr, was eigentlich lustig ist? Ich. Der 5. Spieltag bin ich gegen Jan. Echt? Was? Am 4. Ja. Ich gegen dich und am 25.09. Lol. So Leute, da sind wir endlich. Wir haben jetzt ewig lang die Freundschaftsspiele gespielt. Es hat echt lange gedauert. Vor allem, weil wir noch ein paar Probleme hatten. Aber ist ja keine. Ist ja egal. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier die Freundschaftsspiele, wie wir so gespielt haben. Ja, bei mir lief es eigentlich ganz gut. Ungeschlagen. Einmal nur ein 1-1, einmal aber auch ein 5-0. Also. Ja, auf jeden Fall gut. Bei euch lief es ja auch einigermaßen okay, würde ich sagen. Also ich habe ich hab auch 2-0 und 3-0. Von daher, ja. Ich bin erstmal zufrieden jetzt gegen euch. Ich hatte ja auch die meisten vor dem Spiel, das war so krank, aber ist egal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall das erste DFB-Pokalspiel, die erste Runde. Ich spiele gegen Dassendorf und du spielst gegen Ulm, glaube ich, Micha, ne? Ja, genau. Und ich gegen Jans Termin wurde verschoben um 2 Tage, heißt, ja, Jan spielt dann erst so cool in 2 Tagen. Ja, ja, klar, du bist absolut krank. der Jan spielt erst dann in 2 Tagen gegen Drottacher Assel, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Das wird jetzt ernst. Auch wenn es Dassendorf ist und wahrscheinlich nicht so schwer, aber solche Gegner darf man nie unterschätzen. Und ja, wenn ich hier verkacke, haben wir ein Problem. Es haben sich ganz, ganz viele Spieler auch verletzt. Jan Sommer kann bei mir nicht mitmachen. Lars Stindl ist immer noch verletzt. Traoré ist verletzt. Lars Stindl hat auch irgendwie noch was anderes hier. Lol, was ist das denn? Ach so, nur wegen Fitness-Test nicht bestanden. Ja, ich bin gespannt. Ich stelle jetzt einfach mal auf und dann gehen wir ins Spiel rein. Bist du schon fertig? Ich bin soweit, ja, Johansen kann bei mir nicht spielen, Finn Bartels kann nicht spielen und Droppen eben auch nicht und von daher, ich bin soweit. Also ich muss ihn hier unbedingt reinnehmen, wo spielt der denn? Ist ein Verteidiger, okay, lol. Aber der ist so krass, der hat im Training immer eine 9, irgendwas, im letzten Training sogar eine 9,5, also auf jeden Fall ultra krass. Da würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal so und
packen den noch nach oben, auch wenn das jetzt nicht perfekt angeordnet ist, gehen wir ins Spiel rein. Jo. So. Hazard, viel Spielpraxis, das ist mir jetzt egal. Der kickt ihn noch, die Spielpraxis. Genau. Also ihr seid ja im Spiel. Wir gehen jetzt ins Spiel rein. Ich drück euch die Daumen. Jan schneidet das natürlich raus, ist hier bei uns aber dabei. Drückt uns die Daumen. Wir machen eine tolle Teamansprache, das muss auf jeden Fall sein. Ich hole mir mal was zu trinken. Ah, jetzt geht er einfach. Ja. Also, das Spiel von mir seht ihr auf meinem Kanal, Micha Fox. Das Spiel von Mike seht ihr auf seinem Kanal, Mike Let's Play. Und nachher das Spiel, also für euch ist es dann auch, seht ihr eben auf Jans Kanal. So wird es sein. Das ist richtig. Let's go. Und dann machen wir noch das Bundesligaspiel, das ist auch krass. Was will er denn jetzt? Pressekonferenz vorm Spiel, what the fuck? Jubelst du für deine Tore oder nicht? Co-Trainer schicken. Ja, klar. Also wir dürfen hier schon Gas geben. Oh fuck, jetzt muss ich die Einstellung umstellen. Pause. Ich muss die Einstellung zurückstellen. Auf erweiterte Highlights, auf etwas schneller. Haben wir ja so ausgemacht, dass wir das so einstellen. Hatten wir nur Gas für die Freundschaftsspiele ein bisschen umgestellt. Etwas schneller und schnell. Und dann können wir wieder anfangen zu spielen und tun direkt mal ein bisschen was fordern. Ich bin schon in der vierten Minute. Jo, ich auch. Schon erste Minute 1-0. Ja! Crazy. Was? Als ob. Oh. Frankfurt, erste Minute 1-0. Bei Micha ist auch was passiert gerade. Ja, ich hab, Tor. Tor, bei mir ist 1-0, führe ich. Fünfte Minute, alle legen los, außer Mike. Ja. Ingolstadt führt schon. Ist immer so, also ich bin in der Vorbereitung immer besser und dann irgendwie, wenn die Pflichtspiele beginnen, irgendwie, keine Ahnung, läuft gar nichts mehr. Aber ich habe natürlich trotzdem Vertrauen, dass hier irgendwas klappt. Wie gesagt, solche Gegner darf man null unterschätzen. Ballbesitz steht 81 zu 19, aber ich habe keine Schüsse aufs Tor, das ist gerade. Ja. Patrick Herrmann holt sich erstmal eine gelbe Karte ab. Ich musste schon verletzungsbedingt wechseln. Jan, du kannst doch mal reinschalten ins Spiel und deine Highlights-Einstellung mal wieder ändern. Ah ja. Das haben wir ja gerade auch nochmal machen müssen. Was war das für ein Pass? Also bei mir gibt es gerade wenig Highlights. Also das letzte Highlight war das Tor in der fünften Minute. Jetzt ist gleich schon Halbzeit 1 vorbei, also 30. Minute bin ich jetzt und ja. Es läuft, würde ich sagen. Ja, 1-0. Bei mir nicht so. Noch nicht. Ah, starker Schuss erstmal hier an der Stelle, aber ist noch so lala. Weil. kein Tor. Schade. Ja, bei mir auch. Eckball, kein Tor. Rödinghausen. St. Pauli 1-1. Ah. Frankfurt führt einfach schon mit 4-0. Was? Gegen wen spielen die denn? Gegen links. Ah ja. Okay. 1-0, endlich! 25. Spielminute, Raphael. Wurde jetzt auch mal Zeit. Ich sehe so eine kleine Passstaffette jetzt mal bei mir. Chemie Leipzig. Junge. Das Tempo von den Wiederholungen würde ich auch ein bisschen hochstellen. Die sind ein bisschen langsam, merke ich gar. Übers Tor. Ja, überspringen kann man sich natürlich auch, aber ein bisschen hochstellen wäre auch nicht schlecht. Okay, dann Leidenschaft, Leute, Leidenschaft, wir müssen Gas geben. Reuter führt gegen Augsburg, Junge. Ja, Fürth ist eigentlich gar nicht so schlecht, was das angeht. Okay, nochmal ein Freistoß in der ersten Halbzeit, aber nix. Oh, bitte, Nürnberg muss hart verkacken. Wieso das denn? Ja, weil ich gegen die ersetzte Spieler. Ja, dann sind die ja noch mehr gehypt, wenn die verkacken. Nee. Dass die nicht auch noch die Bundesliga verkacken. Die sind einfach schon in schlechter Form dann. Meinst du? Meinst du, das wirkt sich dann so aus? Mhm. Kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Halbzeit 1 geht jetzt dem Ende zu. Also Leute, das ist ja auch die erste Folge. Wenn es jetzt irgendwie so ist, dass wir merken, dass zwei Spiele nur irgendwie für 10 Minuten reichen, dann werden wir natürlich auch erhöhen auf vielleicht 3 Spiele oder so. Aber wir wollen natürlich taktisch auch was einstellen und ab in die Kabine. Deswegen schauen wir da mal. Warte, Kerman. Ja, den wechsle ich eh gleich aus, aber wir machen es mal. Zweite Halbzeit kann starten.
Okay, wir haben auch gleich die erste Halbzeit geschafft. Drei gelbe Karten jetzt schon für Dassendorf. Die spielen irgendwo in Hamburg, keine Ahnung, was die für eine Liga spielen. So, Halbzeit. Wir gehen in die Kabine, das ist noch so lala. Also ein 1-0 ist so okay. Aber naja. Ich führe auch bisher gegen nur 1-0. Gegen Dassendorf hätte es besser sein können. Hätte es besser sein können, ja. Wir gucken mal, ob ich die... Aber Hauptsache weiterkommen. In den Ingolstadt jetzt 3-0. In wo? Ingolstadt gegen Erntebrück. Erntebrück, ja. Ah, nicht drin. Eieieiei. Oh, Kaiserslautern hat einen Elfmeter verschossen. Oh, Ingolstadt 4-0. Vierte rote Karte hier jetzt schon, Junge. Was? Was geht denn da ab? Gelbe Karte, nicht rote. Ah, ich wollte gerade sagen. Wir holen ja, den ja. Nein, vierte gelbe für die Gegner. Ich habe jetzt meinen, der eine gelbe hatte, mal ausgewechselt. Mal gucken. So, ich muss jetzt auch mal in die Wechsel gehen. Wir fahren das Tempo jetzt mal richtig hoch. Oh, Alter, Augsburg hat 63. Minute ein Tor geschossen und 64. Minute. Also 2-1 für Augsburg. Ich habe einen Fehler gemacht. Nee, 2-2. Oh. Ich habe Pizarro nicht dabei. Wie viel steht es bei dir, Micha? 5-0. Es steht immer noch 1-0 bei mir. Frankfurt geht richtig ab, Junge. Bei mir steht es tatsächlich auch noch 1-0. Also es wird hier ein Zitterspiel irgendwie. Ja. Ich so Rödinghausen führt gegen Pauli. Also das sieht auf jeden Fall krank aus, was du da so alles 6-0 erzählst. 6-0 für Frankfurt. Ah, was ist das denn? Was machen die? What the fuck? Hier habe ich ja Angst, gegen die zu spielen. Ja. Leute, das erste Bundesligaspiel wird bei mir auch ein richtiger Kracher. Gladbach gegen 7-0. Gegen Leverkusen. Alter, ich hab Angst vor Frankfurt. Ich habe jetzt für Nürnberg leider. Gladbach gegen Leverkusen wird ein krasses Spiel. Gegen wen spielt Nürnberg? Gegen Elfsberg. Ah, okay, alles so Mannschaften, die man nicht kennt. Oh, das war die Möglichkeit zum 2-0, aber naja. Wir probieren es mal über die Außen jetzt. Ich habe einen verletzten Spieler auf dem Feld, weil ich schon dreimal gewechselt hatte. Das ist ein Problem. 8-0. Ja, was 8-0. Ist denn da los? Fuck. Okay, die sind anscheinend echt ziemlich crazy, die Gegner. Und Frankfurt natürlich auch ziemlich krass. Wir wollen mehr von unserer Mannschaft. Wird es zweistellig? Man weiß es nicht. Ja, ich bin hier so still und leise, denn ich verfolge das hier sehr gespannt jetzt mal. Fünfte gelbe Karte, aber es passiert nicht viel. Latte für Gladbach, aber das bringt natürlich nichts. Augsburg. Oh, Hoffmann. Der Torwart hat ihn gekratzt. Das gibt's nicht. Augsburg 3-2. Ja. Okay. Und weil ich Fürth echt einen komischen Gegner finde. Deswegen bin ich eigentlich froh, wenn die rausfliegen, auch wenn ich so zum Fürther ab und zu ins Stadion gehe. Also ich gehe die letzten 4 Minuten rein. Ich führe nur 1-0. Sieg ist Sieg, würde ich erstmal sagen, aber das es definitiv hätte schon besser sein können. Du hast gut angefangen mit der 5. Minute, direkt 1-0, aber... Ja, dann echt nachgelassen. Ah, das ist eigentlich der Gute. Ich habe den Guten eigentlich nicht reingetan. Ups. 9-0. Alter, what? Was ist denn da los? Spielende. Bei mir ist Spielende. Bei dir ist Spielende 1-0? Ja. Okay. Wir müssen noch gucken. Ich muss hier noch irgendwie was rausholen. Keine Ahnung. Wir lassen es erstmal so. Ich habe übrigens den verwechselt. Der richtig Gute ist dieser Player hier, den hauen wir jetzt auf jeden Fall rein. Das ist der mit der 9,5. Ich dachte, das wäre der andere. Habe ich jetzt gerade ein bisschen verwechselt. Aber macht auch nichts, wenn der andere ein bisschen Spielzeit bekommt. Gerade gegen so einen Gegner könnte das mal gut funktionieren. Pela übers Tor hinausgeköpft. Ah, wir sind eigentlich... Okay. Probieren es eigentlich. Der Frankfurt... Wie viel steht's jetzt? Ja, das ist 9-0, glaube ich, jetzt zu Ende. Ja.
Aber es Rödinghausen, war Rödinghausen 2-1. Was ist denn mit denen los? 9-0, what the fuck? Ha, Leute, Gladbach, ihr müsst noch mal ein bisschen Gas geben. Also es ist okay, wenn wir Siegessieg, ne, wie bei Micha, hat ja auch nur 1-0 gewonnen. Bei dem Spiel gibt es ja auch keine Schwierigkeitsstufen, aber ansonsten hätten bestimmt alle in die Kommentare geschrieben, wenn man selber das Spiel gehabt hätte, mach doch mal leichter, schwerer. Aber keine, es gibt keine Schwierigkeitsstufe bei dem Spiel. Ja. So, vor allem schwerer, Gladbach liegt 1-0 vorne gegen Dassendorf und Werder gewinnt 1-0 gegen Ulm, also viel schwerer. Hallo, rote Karte muss es geben, das gefühlte ganze gegnerische Team hat schon eine gelbe Karte. Und der eine, der hat mich jetzt umgehauen. Ja, gibt rot. Für einen von den nur noch 10 Minuten zu spielen. Für einen, Hinze kriegt den Platzverweis. 77. Minute. Alter, du bist echt bei dir. Was hast du da eingestellt, dass es so lange dauert? Ich weiß es nicht. Wir haben viele Highlights gerade irgendwie. Aber kein Tor. Schlecht. Alle anderen Spiele scheinen aus zu sein, ne? Ja, weil du, wenn der erste fertig ist, also das geht quasi, die Spielzeit geht mit dem schnellsten. Ah, okay. Also mit deinem Ende wurden alle anderen. Boah, dann hätte Frankfurt vielleicht noch ein Tor gemacht. Oh, lol! Mann, dann zum dritten Mal Aluminium in diesem Spiel. Und diesmal war es so knapp. 18 Chancen, 18 Schüsse, 17 aufs Tor, nur einer drin. Was ein und komisches Spiel. Und weiter geht's. Und es geht halt auch noch weiter. Man weiß nicht, was hier noch passiert. Ob vielleicht nochmal Dassendorf kommt. Man kann es nicht ausschließen. Rödinghausen ist übrigens gegen Bela. Mann. Also es gibt eine große Überraschung neben dem Highlight natürlich von Frankfurt mit dem 9-0. Ein Team, was geschafft hat, sich gegen das Bessere durchzusetzen. Hallo? Er will nicht mehr weiterspielen? Ja. So. Bei mir ist pausiert. Aber das sieht da schon mal gut aus. Bei mir ist pausiert und ich kann nicht weiter drücken. Das sieht aber für dich gut aus. Player! Uiuiui. Ja, bei mir geht's nicht weiter, Junge. Ich kommentiere mal gerade eben für dich. Ne? Ah, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Player mit dem Kopfball. Wir sind eigentlich sogar ein Mann mehr jetzt noch die letzten paar Minuten. Kann doch nicht sein hier. Das sieht auch nach einem... Boah, 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit, ja. Habe ich auch gerade gesehen. Lol. Machen die denn da? Weiß es nicht. Die spielen auch ein bisschen Tipkick bei dir. Boah, Tipkick, Junge, das war so geil einfach früher. Junge. Stehen einfach im Bewegung. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt gewinnt einfach 9-0. Junge. In echt sind die, haben die ja gegen Ulm, glaube ich, gespielt, in der ersten Runde rausgeflogen oder so. Echt? Ja, ich glaube, gegen Ulm in der ersten Runde rausgeflogen. Krass. So, jetzt muss das Spiel doch vorbei sein. Müsste eigentlich vorbei sein. 1-0 leider nur. Da Hoffmann macht gar nichts mehr. Oh, die stehen einfach nur noch rum, deine Spieler. Nee, irgendwie nicht. Ihr habt doch ein Ende. Ja. Guck mal, was er macht. Es gibt noch mal einen Wurf. Also bei deinem Spiel ist schon weiter einfach. Kannst du mal aufhören? Jetzt sehe ich den Einwurf erst. Ich gehe raus. Ja, komm, oder halt einfach Mund. Schon weiter, ja. Eben. Ja, jetzt pfeift er ab. Okay. Jetzt pfeift er ab. 1-0 auch hier. Nur ein 1-0. So viele gelbe Karten für die Gegner und auch eine rote Karte. Ja, wenigstens gewonnen, eine Runde weiter. Ja, ich auch, zum Glück. Ich nicht. Noch nicht. Also auf jeden Fall die Mannschaft hier erstmal boxen. Also meine Ansprache war auf jeden Fall, dass das gegen stärkere Gegner besser werden muss. Das geht nicht so weiter. Aber immerhin sind wir weiter und haben die Möglichkeit, gegen stärkere Gegner zu spielen. Alter, man kann hier schon Auslosung... Ich sag ja, wenn du spielst, los ist schon aus. Wir können die Auslosung ansehen? Ja, ich habe einfach auf alle ansehen gedrückt. Ich spiele gegen Leipzig. Ich spiele gegen Leipzig. Ciao. So, Leute, Auslosung gegen Leipzig ist interessant. Alter. Zweite Runde. Bei dir steht's noch nicht fest.
Und ich spiele gegen SC Weiche. Also ich kann noch gegen Dortmund rankommen. Warte, was? Rochters. Ah, guck mal, ich spiele gegen Bielefeld. Ey, was? Wenn ich weiterkomme. Ach so, wenn du weiterkommst. Wen hat Weiche denn rausgeschmissen? Keine Ahnung, wenn die, wie die weitergekommen sind, aber. Wer hat wen rausgeschmissen? Weiche. Ich spiele gegen Weiche, Flensburg. Oh, Alter. Die sind richtig gut. So, ja, Leute, du hast so einen Lack, Alter. Ich muss jetzt hier erstmal weiterkommen. Ja, nein, nicht du. Ich meine Micha gegen Weiche, Junge. Okay. Ich spiele gegen Leipzig, Mann. Gegen was für ein Leipzig? Da gibt es ja auch Chemie, Lok. Chemie ist rausgeflogen. Nein, ich spiele gegen RB Leipzig, die Leipziger, die man kennt. Ja, hallo, du bist Gladbach? Ja, Leipzig. So, Leute. Wir haben jetzt unser erstes Spiel. Oh, gut, durch jetzt müsst ihr es rausschneiden, bis gleich, Leute. So, Leute, dann haben wir alle das erste DFB-Pokalspiel hinter uns. Alle mit 1-0 gewonnen. Wie gesagt, keine krassen Leistungen von allen von uns. Aber naja, macht nichts. In der zweiten Runde spiele ich gegen Leipzig. Das wird absolut krank. Was soll ich dazu sagen? Jetzt spielen wir gegen Leverkusen. Das wird auch nicht viel besser. Dann geht's jetzt los gegen Leverkusen. Hammerspiel. Wie heißt das nochmal? B-Win Topspiel. Alter. Also. Früher hieß es, glaube ich, irgendwas mit Krombacher, ne? Oh, keine Ahnung. Krombacher Spiel des Tages oder so. Ja. Betten und Alkohol, davon wird Fußball bestimmt. Okay. Nürnberg ist auf dem Platz, wo sie hingehören. Das schicke ich jetzt im Rücken, ne? Ich muss mich ja übrigens ein bisschen leiser machen. So, red nochmal. Ja, kann ich machen. Jan dreht auch nochmal. Ja, hallo. Ja, das passt besser. Ich bin übrigens beim Zuschauerschnitt der Zweitbeste in der Bundesliga gerade. Nach einem Spiel. Nice. Ich schau gerade mal. Ich schau gerade mal bei Leverkusen gegen Gladbach. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Das kann was werden, Leute. Das kann was werden. Also ich rechne mit was ganz Schlimmem. Weil wir spielen daheim, an uns sind hohe Erwartungen gerichtet. Und ja, es geht so. Was hier abgeht, bin ich echt gespannt. Aber auch Gladbach. Aber auch Leverkusen hat ja hohe Erwartungen. Ja, ja, eben. Das ist ja das. Leverkusen ist eine krasse Wandte. Deswegen habe ich ein bisschen Angst davor. Eintracht Frankfurt, Meister Fouls. Alter, die haben 20 Fouls in einem Spiel gemacht. Was? Aber hier, SV Werder Bremen, 18 Fouls. Oh, ja. Ich muss mich gegen Michael in Acht nehmen. Drei gelbe Karten. Ich habe auch gerade schon eine gelbe. Aber das war auch ein Reiter meiner Taktik, den ich nicht gesehen habe. Also es sollte sich vielleicht ein bisschen bessern. Okay, ja, 25. Spiel Minute. Noch nicht viel passiert. Ist jetzt nicht so der Burner, würde ich sagen. Wieso wird dir das mit den Dings nicht angezeigt? Finde ich sehr schade. Passiert noch irgendwie gar nichts. Jetzt mal vielleicht eine Szene. Hermann, der eigentlich wechseln wollte, vielleicht nicht so on top ist. Aber Leverkusen holt sich den Ball. Okay, wir können wieder. Nee, okay, Leverkusen hat ihn wieder hin und her gehabt. Ich will das Olympiastadion ausverkauft bekommen. Hermann, zeig mir, warum du hier bleiben willst. Oder du willst eigentlich gar nicht hier bleiben. Schade. Da war doch mal eine Chance. Ja, eine Chance war. Nice. Ah, hier ist der Zuschauerschnitt. Ich komm. Nur Bayern München ist auf Platz 1. Oh, Micha, du bist auf Platz 2. Auf Platz 3 hinter mir. Du hast 42.000. Wow. Waren bei deinem Spiel mit dabei. Ich glaube, das war ausverkauft. 42.100. Mehr passen da, glaube ich, gar nicht rein. Eben gucken. Stadion, 42.100. Hey, hast du recht. Ausverkauft. Krass, das hier waren irgendwie so 20.000 Plätze noch leer. Ist aber auch der Grund, warum Halbzeit Berlin ein neues Stadion bauen möchte. Warum was? Weil es einfach nicht den ihrer Erwartungen entspricht, dieses Stadion. Die wollen ja ein reines Fußballstadion haben. Vielleicht weniger Sitzplätzen, aber dafür eben ausverkauft.
Ja, weil Berlin schlecht ist. Nee, ja, ist schon. Man ist halt auch weit weg da, ne? Also. Ja. So. Zweite Halbzeit in Gladbach. Hoffentlich passiert jetzt mehr. Oh, wie scheiße. Felddienst-Arena spiele ich jetzt. Ach du Scheiße, gegen Schalke. Das wird auch ein krasses Spiel dann. Genauso wie das hier, wo irgendwie gar nichts passiert. Müssen nachher gleich mal wechseln dann. Wenn das hier so weitergeht oder wenn wir hier sogar fast noch das Tor kassieren. Oh komm, ich brauche einen Zuruf. Ich muss einen Zuruf machen. Warum kann ich das gerade nicht machen? Mann. Leverkusen ist durch den Zuruf beflügelt. Ja, ich kann keinen machen gerade. Jetzt. Oh, schon zwei gelbe Karten auch bei mir hier. So, schalten wir mal wieder ins Spiel rein, damit wir auch was sehen hier. Probieren wir mal so. Aber ich glaube, das funktioniert hier nicht. Du bist schon in der zweiten Halbzeit, ne? Ja, aber ich bin gerade auf Pause, also das lädt nur kurz, ja. Das kann schon passt schon. Ja, bei mir zeigt der 36. Minute an. Das lädt noch, das passt dann aber schon. So. Sind ja nicht so krass viele Chancen, bis jetzt 4-3 Schüsse nur. Mhm. Besser als wenn ich alle daneben schieße, habe ich ja auch schon oft gemacht. Das stimmt. Also. Hazard. Dritte gelbe Karte. Ja, ich würde gern wechseln. Gladbach zieht auch mit 10 Fouls schon mal gut an. 11. Also wir wechseln jetzt mal ein bisschen hier die gelben Karten aus. Das ist ja auch ganz cool. Können wir ihn hier? Ja, können wir auch noch wechseln. Okay. Habt ihr euch eigentlich so ein Ziel gesetzt? Wo wollt ihr am Ende stehen? Euroleague. Ja, sowas wie Bremen letzte Saison geschafft hat, ne? So 6. 7. Besser wäre 6. Schlechter wäre 7. Irgendwo so da den Dreh. Euroleague ist mein Ziel. Ja, mein Ziel ist auch Euroleague. Ich glaube nicht, dass ich mit Bremen solche Ansprüche von Anfang an. Kommt, Jungs, Gladbach, Mann! Aber 6. 7. ist doch Euroleague, quasi. Ja, 7. ja nicht ganz. Also, ja, ich denke mal, dass ich es ganz knapp nicht schaffen werde, aber mal gucken. Auf geht's, Gladbach schießt ein Tor. Jetzt wieder im Pro Evolution Shirt, wie gestern. Alter, sein. Nein! Wie er das gleiche Shirt wieder anhat, was mit dir los? Nee, ein anderes diesmal. Ich das Ding zwei. Ist, ich habe sogar das gleiche wie gestern an, auch wie du. Scheiße! Das ist natürlich nicht gut. Eieieiei. 1-0, 79. Julian Brandt, ja. Okay. Jetzt sollst du sehen, was meine Mannschaft macht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt geht's ab. So, wir probieren es mal so. Ja, wie gesagt, das sind zwei Gegner auf Augenhöhe, wenn Leverkusen vielleicht nicht sogar ein bisschen besser wäre. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einschätzen. Also in echt sind sie gerade nicht besser. Ja, in echt sind sie gerade nicht so gut, aber. Aber sie haben schon eine geniale Mannschaft. Ja. Ob du den halten kannst. Uiuiui. Ja, Hermann, Alter, ich box den, Junge. Oh, guter Zuruf. Ja, immer noch. Aber das sind nur noch 10 Minuten. Das wird ziemlich knapp. Du hast ja noch auf ausgewogen gestellt. Machen wir offensiv. Ja, habe ich auch. Auf ausgewogen. Okay, machen wir mal offensiv. Verloren haben wir ja sowieso schon. Also. Was sagt er beim 1-0 Rückstand? Ja, nein, ich meine, wenn ich jetzt nicht auf offensiv. Oh! Okay. Oh! Hey.
Mann! Ich meine, wenn es so bleibt, hätten wir sowieso verloren. Lol. Ah, das war ein Schuss. Ja. Ich hab's im Nachhinein kapiert. Oh, Gladbach aber mit 17 Fouls. Ja, ich weiß, bin richtig krass dabei. Immerhin eine Statistik, wo sie besser sind. Ja, noch müssen sie einmal faulen, damit sie mich einholen, ne? Leute! Komm, ihr werdet doch noch einen guten Angriff hinkriegen. Das gibt's nicht. Nicht die Leverkusener. Die anderen. Gladbacher. Scheiße. Ich hab halt auch voll offensiv. Oh, oh. Oh komm. Ja, so komm, jetzt komm. Der Konter. Nein. Oh Gott. Mann. So ein scheiß hoher Ball. Man darf nicht so viele hohe Bälle spielen. Das hasse ich. Gibt's doch nicht. Eine Minute plus eventuell Nachspielzeit. Kommen nicht an die Bälle ran. So die Daumen. Kommen nicht an die Bälle. Nochmal Freistoß. Drei Minuten noch. Nachspielzeit. Komm, das ist genau richtig für dich. Oh ja. Oh, das war Lappen. Guck mal, jetzt passiert's. Nochmal einen guten Zuruf gelandet, aber muss halt auch was draus werden. Das wird eng. Das wird echt eng. Für einen Punkt. Nächste gelbe Karte. Ja, oh, ja. Oh. Ich habe mich ja auf jeden Fall überholt. Mit 21 ja, ja. Fouls. Damit bist du wirklich Ligaspitze. Gab noch keinen Videobeweis bei uns, ne? Das ist auch crazy. Doch, ich glaube, in meinem Elfmeter gab es einen Videobeweis. Ah, fuck. Boah. Nur gelbe Karten gesammelt. Und keine Tore. Ja, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, dass das ein schwieriges Spiel wird. Ja, was soll man sagen? So Leute, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ihr seht hier nochmal in der Wettbewerbsübersicht, was alles passiert ist. Wir hatten ja auch den DFB-Pokal am Ende. Generell, die Folge könnte schon ziemlich lang gewesen sein, weil wir mussten viel machen. Klar, am Anfang Transfers, Taktik, alles musste gemacht werden. Mehr oder weniger erfolgreich waren wir alle auch im DFB-Pokal. Wir sind immerhin alle weitergekommen. Ansonsten nicht der Einzige, der in der Bundesliga erfolgreich war. Tatsächlich sogar stand jetzt gerade nach einem Spiel auf Platz 1 und einem 3-1-Sieg. Wie seid ihr so zufrieden? Es geht. Also Pokal war schon knapp und Hannover, dafür, dass sie gesagt haben, die knallen mich weg, bin ich doch eigentlich recht zufrieden mit dem 0-0. Ja, Pokal war bei mir auch okay, also es ist weiter, es ist halt eine kleine Mannschaft, aber da darf man nie unterschätzen. In der Bundesliga lief es nicht so prickelnd, 1-0, damit kann man leben, weil es beide echt gute Mannschaften sind, aber eine Niederlage ist natürlich nie gut, also nächstes Spiel muss sich das auf jeden Fall ändern. Ganz genau. Zu Mike und zu Micha kommt er oben rechts in der Infokarte. Das sind die Kanäle auf jeden Fall von allen verlinkt. Und außerdem auf der rechten Seite kommt er noch zur nächsten Folge und zur Playlist. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.